Die Berge schön! Ich muss nachher noch zum Bäcker! Stund hat Gold im Mund, pflegte mein Zahnarzt immer zu sagen. Immer alles raus, was keine Miete zahlt. Was hältst du denn von einer Portion Klettschuhe, du Sozi? Also im Winter trage ich ja viel lieber meine Badelatschen. Und komme jetzt bloß nicht mit Gehirnerschütterung, sonst gibt's Semmel. Das Wasser ist viel kälter, Helmut. Jetzt pass mal auf, du Flatterwurm. Auf Einzelschicksale können wir heute leider keine Rücksicht nehmen. Nein, ich glaub's ja nicht. Da liegt ja eine stocksteife Socke. Was soll die kosten? Vielleicht ein Tausender? Also ich kann dir... Ich steh auf Lockenwickler. Hier kommt sofort in den Kühlschrank. Leute, sind wir hier bei der Landesbank? Bevor das nicht in Euro umgetauscht wurde, läuft hier gar nichts. Meine Mutter stammt aus Rumänien und mein Vater kam zollfrei aus Österreich-Ungarn. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Strafticket für Falschflattern. Eigentlich wollte ich mal Konditor werden. Ich will eure Schlotti nicht und ich fahre auch keinen Wartburg. Also, meine Mutter Roswitha hat immer gesagt, Junge, du nicht nachts allein mit dem Bollerwagen. Und was hab ich gemacht? Na, ich immer los. Naja, das nur am Rande. Oh, Semi. Appetit bei eurem Festmahl. Bravo, bravissimo, würde ich sogar sagen. Sorry, Torero, die Heizdecken sind aus, ich hätte es wissen müssen. Kein Problem, die Toiletten sind nebenan. Also ich finde es in Spanien viel schöner. Kennen Sie eigentlich Michael Piwonski aus Hamburg-Poppenbüttel? Poppenbüttel sagt mir nichts, liegt das zufällig in der Toskana? Man kann es ja auch nicht wissen, man steckt ja nicht drin, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich denk mal scharf nach. Aber natürlich, jetzt weiß ich, was ihr braucht. Nichts zu trinken, sondern etwas, was euch wieder in Form bringt. Ich gebe euch Freikarten für den Bunnyclub da drüben. Die haben dort ein Trampolin. In 0, nichts seid ihr wieder rank und schlank. Wenn ich euch helfen soll, sagt Bescheid. Na los, meine kleinen Mäuse, hopp, hopp. Also los, meine kleinen Schätzchen, wir machen uns so richtig fit im Schritt. Und das macht Spaß, Spaß, Spaß. Flöte, Flöte, Flöte. Ja, May, ist denn heute schon Weihnachten? Nicht so viel Mehl in den Teig und Teewurstpelle ist immer rot. Hämmelt da mal runter, ihr zwei. Das hier ist ein privater Club. Das Trampolin ist für die Gören der Mitglieder reserviert. Gibt's hier eigentlich auch einen Schießstand? Früher in meiner Jugend hatte ich mal Haustiere. Die Hamster waren mir aber zu behaart. Da musste ich sie nass rasieren und einseifen. Und das nächste Mal läuft hier überhaupt nichts ohne Handkuss, Klärchen. Ich merke schon, ihr wollt mit mir eine Runde Haschmisch spielen. Ah, wir sind da. Hier müssen wir jetzt die Care-Pakete abwerfen. Ich würde sagen, an dieser Stelle wäre mal ein gepflegter Applaus fällig für die Kinderleinspielgruppe Düppel Süd. Die Fummelträne sagt, wir sollen die Kostüme tragen. Er glaubt tatsächlich, dass wir glücklich sind, wenn wir aussehen wie Transen. Ich habe heute noch einen Termin beim Zahnarzt. Und dieses Rausziehen ist immer so schmerzhaft. Also dann, meine Mäuse, im Poolbad macht Spaß, Spaß, Riesenspaß. Seht euch mal diesen Salzstreuer an mit Zuchtbullenextrakt. Damit behandle ich jeden Tag meinen Fußpilz. Ach, heute ist es ja heiß. Hallo! Hallo! Heute ist autofreier Sonntag! Wenn Mutti das wüsste. Ich bin der König der Welt! Augenblick mal, die Anstalt ist wegen Überfüllung geschlossen. Galoppi, raus da! Geht mir das? Wie
Spiel steht da auch. So, meine Mäuse, jetzt spielen wir eine Runde Stuka, Stuka, Stuka. Aber ohne Luft holen, ihr Tucken. Was heißt denn ihr hässliches Tuch? Das ist deins. Das hat dir deine Olle im Schlussverkauf gekauft. Lars, zieh Text doch nicht zu grob, sonst verpasse ich noch den Bus. Na los, meine Mäuse, auf geht die wilde Fahrt und habt Spaß, Spaß, Spaß. Alles eine Frage der Konzentration, ohne Netz und doppelten Boden. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt, Junge, dieses Jucken. Zum Glück haben wir nichts zu verzeihen, sonst kriegen wir Ärger mit der Staatssicherheit. Und heute noch Hausaufgaben machen. Was ist hier eigentlich los? Kalle? Wir bezahlen nicht einen Haufen Geld dafür, dass unsere Kinder in der Luft rumfliegen. Sie sind ab sofort gefeuert. Hey, Monte Cristo, hat sich Doreen eigentlich mal wieder gemeldet? Nee, die ist doch seit 4 Wochen mit Mandy am Plattensee. Ach so. Entschuldigen Sie, Gentlemen. Glück auf! Unsere Kinder haben in den höchsten Tönen von Ihnen geschwärmt. Würden Sie vielleicht den Platz dieses anderen Idioten einnehmen? Ja! Möp! Gut, dann möchten wir Ihnen auch die Nachbarkinder anvertrauen. Alles Gute kommt von oben. Na Jungs, ein Tässchen Tee zum Frühstück? Sag mal, hat der Bäcker heute bis 8 Uhr offen? Nie mehr Interflug, das schwöre ich euch. Scheiden tut weh. Aber nur, wenn man Pilz hat. Ich werde jetzt mal meine Nichte in Vorpommern besuchen. Komm zu! Nach die von feuchte Augen kriegen.